Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Und ja, wir sind aus Land verjagt worden von unserem geliebten Bruder Hubert, der jetzt einen auf Fürsten macht oder Staatschef oder was weiß ich. Wir sind jetzt mit Sophie und Espel hier unterwegs und machen uns auf zum Hafen, weil uns irgendwelche Typen versucht haben zu töten. Und ja, groß fragt sie immer noch, und jetzt? Aber egal, wir müssen erstmal flüchten. Ah! Wir gehen einfach mal zur Hauptstadt, da wird schon Are nichts you all passieren. right? I'll be fine. But look how crowded it is. The ferry must be late or something. Everyone, remain calm. The capital port is still open, and the ferries are running on schedule. Did something happen in Verona? Asbel, look. Nee. Du gehst mal zurück und gehst These gucken. guys just don't quit. Gibt's doch nur eine Straße. Come on, Sophie. We'll take the ferry to Verona. Jo. If people are after me, that puts Sophie in danger. I can't bear to see anyone else suffer because of me. Maybe Richard could help. He'd protect Sophie. I'm sure of it. Is your head still hot? I think I'm fine. Thanks. Listen, when we reach land, we need to find Richard. Richard? Yeah, he's an old friend of me and Sophie. The other Sophie. Friend. Ja, Friend, was? Als irgendwas Englische und Deutsche vermixt und ich konnte mich nicht entscheiden, was ich sagen will, deswegen Friend. Es passiert, wenn man ungefiltert redet, so wie ich. Okay, das ist Ruhe. Nö, okay. Ja, ich wollte noch ein bisschen offscreen trainieren. Oh, wieder Eis am Stiel, geil. Aber ja, irgendwie sind keine Gegner da gewesen und da war eine Truhe, glaube ich, die habe ich aber schon. Ja, okay. Und ja, ich glaube, die Gegner tauchen erst auf, wenn man so ein paar Gebiete hier hin und her läuft und das ist ein bisschen schwierig, weil ich nicht zurück nach Land gehen kann und unten kann ich auch nicht lang gehen und ja. Okay, let's head to Verona Castle. Ich hätte gleich mal versuchen sollen zu laden, aber egal. I knew it. What is your business at the castle? Perhaps you're planning to visit Prince Richard. Thought as much. And just how do you plan on visiting someone who's supposed to be dead? Wait, Richard's dead? What are you talking about? Don't play dumb. We see through your lies. Just tell us what you know, and we'll make this easier for you. Damn! Sophie, we've got to run! Okay. Quick, after them! Wir werden es uns nie kriegen. Oh mein Gott. Ich war vor, wir müssen hier entlang. Oh mein Gott, Richard ist tot. Was machen wir denn jetzt? Habe ich das hier schon genommen? Njum. Ich glaube ja, ne? Njum. Ja, das kommt davon, wenn man monatelang nicht mehr dieses Projekt angefressen hat. Aha! Da fühlt man sich ein bisschen verloren. Aber egal. Lass mich durch. Hallo? Steht irgendein NPC dem Hauptcharakter hier im Weg? So, wenn ich mich nicht irre. Gibt's ja schon, oder habe ich den schon? Halte auch schon nach Richard. So, hier ist glaube ich die Taverne irgendwo. Das ist nix. Eis am Stiel, ja, langsam habe ich glaube ich genug. Ich will nicht Eis am Stiel aus einem Mixer haben. Nehmen wir mal. Ja. Ein rostiger Nagel. Nagel! Und prüfen. Versuche es mit der Eingabe Schatz. Was will uns diese Notiz sagen? So, hier haben wir auch schon. Geschenke zum Taktik. Zur Taktik. Jetzt auch jetzt eingefallen, in Land konnten wir einige Anfragen annehmen, aber.
Da hatte ich nur Espel im Moment im Team und wir bekommen FP und Geld. Und ja, die FP würde ich dann schon gerne auf alle verteilen. Also auf mehrere Charaktere. Das geht ja nicht, wenn ich nur Espel dabei habe. Ich glaube, die werden aber auch offscreen irgendwie verteilt. Die werden schon, bevor ich... ich sollte vielleicht nicht so drauf eingehen. So, ich gucke mich hier... Ich werde mich wahrscheinlich auch offscreen sehr auf den Tavernen hier umschauen, weil gibt sehr viele verpassbare Quests und ich möchte schon einige hier finden. Hier ist nicht... Okay, ich glaube, ich habe schon alles hier durchsucht. Ja, aber man kann ja mal gucken. Wer weiß, was man findet. So, die Schränke hole ich jetzt nicht nochmal nach. Hi. Tschüss. Okay, dann. Du sollst nicht nochmal da hochgehen. So. Nein, lass mal. Aber Ausrüstung, wir werden doch bestimmt die Ausrüstung kaufen können, ne? Kann ich in die Ritterakademie? War schon immer so dunkel? Betreten, jo. Weil wir haben ja eine Notiz gefunden. Und ich würde gerne mal, ja, wenn ich mal ab und zu hier in irgendwie so eine Ecke oder so reinlaufe, dann liegt das nicht daran, weil ich halt blind bin und irgendwie einen Drang habe, hier gegen Wände zu laufen, sondern ich gucke einfach mal, vielleicht findet sich ja irgendwas. Wo ist denn hier? Ach, hier. Ach, habe ich schon. Ha, 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 ha. Ja. Wie gesagt, ist ein paar Monate her, seit ich, keine Ahnung, hier war. Er hat ja erst wieder begonnen, als wir in Land waren. Also dieses Projekt. Also entschuldigt bitte. Falls ihr euch irgendwie alle 20 Parts oder so vorher schon angeguckt habt und euch jetzt wundert, was macht der denn da? Da war der doch vor 20 Parts. So. Krieg? Okay. Dreck. Mixerladen. Und wir kriegen gar keine Stempel. Okay, 1, 2. Boah, ich auch richtig wenig Geld, sehe ich gerade. Super, so, Schlossbezirk. Aha. Also. Na gut, dann. Das Schloss war da oben. Aber ich gucke mich nochmal überall anders um. Weil Zeit verschwenden, das kann ich am besten. Ist eine Gabe. Und wir müssen natürlich noch brandschatzen und plündern und ausrauben und das letzte Wort sage ich jetzt nicht, was mir im Kopf gekommen ist. Ja, gehen wir zum Schloss. Wir werden schon hier alles gefunden haben. Ich habe Vertrauen in das ich von vor paar Monaten. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich genau dann damals genauso intelligent war wie jetzt. Aber ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich hier irgendwas nicht gefunden habe, oder? Doch, ha 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 ha. Ha ha ha, okay. Dann gehen wir zum Schloss ohne irgendwelche Umwege diesmal. Voll. Hallo. Hab ich immer noch in den Ring übrigens? Halte Ausschau nach Richard. Ah, okay. Dann habe ich so ein Gefühl, wo wir hin müssen. Ich dachte, wir müssen erst irgendwie hier noch was auslösen. Ich meine, natürlich wusste ich, wo wir hin müssen, aber ich dachte, man muss noch irgendwas auslösen, Mann. Entschuldigung. Dann bin ich den ganzen Weg zurück, weil ich das ja so liebe. Oh ja. Da ist nichts, nur Blumen. Gut, gehen wir mal hier rein. Wir sind sowieso auf der Flucht. Und vielleicht erinnert sich der eine oder Richard, andere noch, was hier are passiert you ist. really dead? Where are we? It's the Royal Sanctuary. There used to be a secret passageway here, and I'm hoping it's still around. Should we look? Yeah, let's look. Was kann denn schon passieren? Oh, nice. You still break down doors, huh?
still? Sie hat sie nicht aufgebrochen, sie hat sie geöffnet. I mean, yeah, never mind. My mistake. Let's go inside. Ja, Sophie macht alles auf professionelle Weise. Sie löst Diskussionen, sie öffnet Türen, es ist, sie ist ein Profi unter den Profis. Zur Entdeckung, ha! Ach, was sei Vergebung? Ich dachte, hatte ich noch nicht, wollte schon sagen, hatte ich doch. Wer sagt denn, dass ich das nicht hatte? Hallo, ich hatte da doch. Wo alles unterging, man, es geht wieder. Horror hier. Richard would watch over Sophie if I left her with him. But is that really the right decision? No. Sophie is my responsibility. Just ahead is where 7 years ago. Hey, Asbel. I hope Richard is alive. Huh? Wait a minute. Do you remember who Richard is? No, I've never met him, actually. But isn't there a chance he might be dead? Oh, that's what you meant. I wanted to think otherwise, but I guess you really aren't the same Sophie from back then. I don't know. But I have this feeling I can't explain. Somehow I just want Richard to be alive. Maybe because you feel that way, Asbel? I don't know. Okay. Ziemlich komplizierte Sachen. Sophie denkt nicht über sowas nach. Okay. Monsters! Zack! Bam! Oh mein Gott, ihr seid irgendwie stärker geworden. In 7 Jahren. Wer hätte das gedacht? Autsch. Out. Mixer. Ich sollte auch vielleicht mal irgendjemand anderen außer Espel steuern, aber das kann warten, bis wir mehrere Charakter haben und nicht nur Sophie und Espel. Oh. Ja, weil genau deswegen. Weil genau deswegen, ich brauche Heilung. Und dabei kann man sich nicht auf mich verlassen, weil ich will schon die Gegner kaputt kloppen und nicht heilen. Wait a minute. Richard. Richard, hold on. You're... It's me, Asbel Lant. Asbel, is that really you? Well, I must say, I certainly didn't expect to find you here. I don't understand. This is crazy. I heard that you were supposed to be dead. You heard that I was dead? I'm so glad you're safe. Can you stand? Come on, let's go. Thank you, Asbel. So you still live, Your Highness. More of Cedric's men. I won't okay. Let you. Fangen wir wieder an zu diskutieren. Ey, haut dir einfach so viel weg. Das passt nicht. Na, ach, ich hab nichts auf links. Und halt aber auch. Oh. Warum haltet ihr so viel aus? Wieso nur der schwerste Schwierigkeitsgrad, der mit im Moment zur Verfügung steht? Oder bloß, ich drehe noch weiter auf, sobald mir die Möglichkeit offen steht. Weil im Moment kann ich nur mein Dach spammen. Weil je öfter ich glaube, diese E-Angriffe einsetze, desto eher werde ich auch darin stärker. Und das plan ich. Ey. Ich habe ein Leben von mir. Kann das nicht passieren? Na, was denn? Ich habe es doch geschafft, Sophie. Erstmal hat Blitz verbessert. Sophie hat jetzt den Adlerling-Titel. Haha. Wunderbar. You saved me, Asbel. If you hadn't arrived when you did, I wouldn't have survived. Thank you.
I'm glad to be of service, Your Highness. Please, don't speak like that. We're old friends, you and I. Yeah, but you're the Crown Prince. I could order it, you know. But, Your Highness... Fine. Richard, does that work for you? Perfect. Formality just doesn't suit you, old friend. And this is? Prince Richard, this is Sophie. Sophie? I was told she had been killed. I met this girl at the meadow. I don't know if she's the original Sophie or what, but she needed a name. I think it's her. They have the same feeling about them. You must sense it too. That's why you gave her that name. Well... Richard? My chest! It's on fire all of a sudden! Hey! I hear voices! Na, Richard. Konntest du nicht ein bisschen leiser leiden? There should be an exit just ahead. If we follow the high road, it'll take us to Grailside. That's where I was headed. The local lord, Duke Dallin, will help us. Now let's go. Alles klar. So. Lang vermisster Freund und gütiger Prinz hat Richard bekommen. Weil der ist jetzt in unserem Team wieder. Haha. Und der hat jetzt auch eine Menge Sammlerpimpf. Was? Der Elfmixer ist sein Freund. Na klar. Und auch schön auf manuell. Ach, das war schon. Ha. Oh mein Gott, der hat schon drei Dinger gemeistert. Dann nehmen wir Ene Mene Maidimu. Das Ding, okay. Mann, wie wenig Dinge zu bekommen wir denn? Hallo, komm mal her. VfP. Jetzt haben wir Richard. Ja, geil, ne? Ist geil, das schmeckt gut. Irgendwie haltet ihr jetzt nichts mehr aus. Ding, 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 dum, dum. Jawohl. You're hurt. No, I'm fine. Don't worry about me. Was ist denn los? Hallo? Magst du es nur von mir angefasst werden? So, ach, süße Rache, darum kümmern wir uns später. Ja, Mann. Ich will doch noch erkunden. Ach, süße Rache. This is it. What's wrong? Back then, I vowed revenge on this door because I couldn't open it. You vowed revenge on a door? Yeah, I was a kid. I wonder if I can open it now. Let's see. It opened a little. Was it always this easy? If I'd been able to open it like this back then, I wonder if things could have been different. Asbel? Sorry, never mind. Let's go see what's on the other side. Okay. Muahahaha. Rache gegen eine Tür. Das war noch nicht mal Tür. Das war ein Klotz, der sich im Weg gestellt hat. Mann. Ey. Ey. So, und lass mal nochmal Richard steuern. Der kann ein bisschen zaubern. Das war hier. Und wenn ich wüsste, wo seine anderen Dinger alle sind. So. Gehen wir mal. So. Aua. Ach, der kam von denen. Er wollte schon sagen. Oh. Nein, nicht entkommen, mal so. Und er kann mit den Degen kämpfen. Aua. Aua. Also er hat nicht so einen einseitigen Kampf wie Gaspel. Jawohl. Jawohl. Und Schwertring Alpha verbessert. Wirkzeitreduktion. Richards A-Art sind Rapierangriffe. Seine E-Art sind Zauber. Lässt du einen A-Art einem E-Art folgen, wird die Wirkzeit des E-Arts reduziert. Der Einsatz eines A-Arts senkt sie um 15%. 2 senken sie um 30%. Dies gilt auch für alle anderen Figuren. Was passiert, wenn man 4 A-Arts einsetzt? Dann wird es um 60% reduziert, wenn ich richtig gerechnet habe. Oder? So, ich würde noch gerne aus der Höhle herauskommen.
diesen Part. Hey. What? Ja, setz schön deine Zauber ein. Ha! Sollte man vielleicht ein bisschen auf seine Strategie gucken, aber nicht in dem Titel, in der Folge meine ich. So ein Schnellfinder-Titel, haha. Was ist Schnellfinder? Ah, der viele Objekte vom Gegner erbeutet hat. Objektnutzungswartezeit runter um 8%, das ist sehr gut. Darauf werde ich zurückkommen, aber nicht jetzt. Erstmal brauche ich mehr so Kampfsachen. Dann gucken wir weiter. Hi. Ein Riesenskelett. Oh mein Gott, der zeigt der Zahn. It's been a long time since anyone's come this way. There are still monster bones here. What's wrong, Sophie? I don't know. My chest. It hurts. The air is thin here. Perhaps we should hasten our escape. Here, Sophie. Take my hand. No. I'm fine. Sophie? This is unexpected. Asbel, did she act this way around you when you first met? No, not really. Interesting. Then perhaps the problem lies more with you than it does with her. Me? Oder an dir. After 7 years, you haven't changed at all. Anyone would recognize you. It was easy enough for me. What? I've changed? Maybe you just changed too much. What's wrong? Is it your wound? It's been a long time since I laughed. I enjoyed that a bit more than was sensible. Richard. Hast du dein Lachgetriebe hier beschädigt? Es tut mir leid. Soll ich dir einen spenden? Ah gut. Ich glaube, wir sind auch gleich im Ausgang. Am Ausgang. Ja, aber. Der Sterne. Aber. Ich weiß nicht. Oh, ich brauche unbedingt mehr SK, damit ich hier so Kombos aneinander rein kann. In guten alten Zeiten. Als wir noch kleine, junge, knackige Kinder waren. Das knackig kann man auch wieder falsch verstehen. Oh Gott. Ma. So, wir sind draußen. Es ist wieder hell. Juhey. Looks like we made it out in one piece. You all right, Richard? It's nothing. I'm just a little tired. We should rest. You know a good place to stop around here? There's a small hut just off the high road, but I don't want you to stop because of me. There's no need to push yourself. Let's just head for the hut. All right. Thanks, Asbel. Ach, kein Ding. So, hier haben wir eine Truhe, ein rotes Band. Geil. Wir haben Cherry jetzt nicht dabei. Okay, dann speichere ich mal hier. Weil ich es kann. Und dann beende ich die Folge hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tales of Graces F. Ich markiere nochmal alle neuen Dinger weg. Werd wahrscheinlich, ne, kann ich gar nicht. Ich glaube, da kommt gleich direkt eine Cutscene. Deswegen kann ich ja nichts machen. Obwohl, ich kann zurückgehen und trainieren. Falls es geht. Na gut, dann speichere ich nochmal und beende den Part. Und wiederhole mich nochmal. Wir sind hier im Zeitparadox gelandet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss! Jetzt geht's!